Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial auf meinem Kanal. Ja, hin und wieder mache ich auch das und jetzt hat mich eben mal wieder ein Zuschauer gefragt, beziehungsweise der Premium-Supporter, ob ich denn mal zeigen kann, wie ich überhaupt meine Thumbnails mache. Und das ist kein Ding, kann ich euch einfach zeigen. Was ihr dazu braucht, sind zwei Programme. Zum einen benutze ich dafür GIMP. So, ich fange jetzt damit an, dass ich hier eben meinen Ordner habe und dann erstmal zum einen ein Bild auswählen muss und zum anderen möchte ich aber ein Thumbnail machen, wo ich diverse Sachen drin habe, die standardmäßig bleiben. So zum Beispiel bei meinen Videos hier oben rechts das LS19-Symbol, unten rechts mein Avatar-Icon. Und dann habe ich eben hier links unten noch eine Nummerierung und rechts links oben in der Regel das Projekt stehen. So ungefähr. So, dann gehen wir mal gerade zurück. Dann habe ich hier alles Mögliche an meinen Sachen. Da suche ich mir jetzt erstmal ein Logo aus. Dann nehmen wir standardmäßig LS19. Wir können das einfach ziehen auf GIMP und dann hier einfügen. Dann kommt es hier rein in einer Version, wo uns vielleicht noch nicht so gefällt. Dann drücken wir Rechtsklick, Auswahl Alpha Kanal und dann können wir hier wieder Rechtsklick machen, Ebene, Transparenz und dann Farbe zu Transparenz. Und dann entfernt er uns in dem Fall hier weiß wird zu transparent. Dann machen wir okay und jetzt haben wir nur noch dieses Icon hier und das können wir jetzt dahin stellen, wo wir das haben wollen. Jetzt machen wir hier mal kurz noch die Ebenegröße auf Bildgröße, Ebene auf Bildgröße, dann ist das jetzt alles eine Ebene, weil wir arbeiten in verschiedenen Layern. Das müsst ihr euch so vorstellen, dass ihr einen Druck habt, immer das andere auf das andere oben drauf. So, jetzt machen wir hier wieder Auswahl Alpha-Kanal. Dann können wir hier zum Beispiel einen Zoom auswählen. Da klicken wir einfach drauf, nehmen das hier und dann können wir hier unten noch einstellen bei der Skalierung. Bei der Skalierung können wir jetzt einstellen, dass er die Proportionen behalten soll. Das ist ganz wichtig, weil dann können wir auch, egal wo wir hinziehen, er verändert es immer gleichmäßig. So, dann machen wir das einfach ein bisschen größer. Dann müssen wir hier noch auf Skalieren drücken. Und dann hat er uns das einfach das Symbol ein bisschen größer gezogen. So, dann sind wir fertig, was das betrifft. So. So, und jetzt kommt wieder das Problem, was ich häufiger habe, ist, dass er mir hier eine schwebende Transformation hat. Dann machen wir Ebene verankern und dann ist es fest. Dann würde ich hier gerne noch einen Text hinzufügen. So, dann nehme ich hier eben unseren Text, gebe da Tutorial ein. Wenn ihr den bearbeiten wollt, einfach voll markieren, hier Farbe auswählen, könnt ihr auch über hier machen und Schriftart wählen. Comic Sans MS Bold möchte ich haben und Schriftgröße 100. So, dann kann ich das hier natürlich wieder nehmen und mir dahin ziehen, wo ich es gerne hätte. Beim Tutorial habe ich das zuletzt links unten gehabt. Das ist auch völlig in Ordnung. Tutorial, okay, ist richtig. So, jetzt haben wir hier die eine Ebene, die machen wir wieder weg. Dann haben wir hier das Tutorial, New Head und LS19. So, dann haben wir das Tutorial da stehen. Dann kann ich hier über GIMP Rechtsklick Auswahl Alpha Kanal machen. Dann wählen wir mal eine andere Farbe und zwar weiß. Machen aus bearbeiten. Auswahl nachziehen. Das heißt, er legt außenrum eine Farbe und zwar bei uns ausgewählt weiß. Dann machen wir nachziehen. Und jetzt hat das ganze Ding hier einen Rand, den wir wiederum
nochmal nachziehen könnten, wenn wir wollen. Machen wir vielleicht nochmal rot. Soll nachziehen. Nachziehen. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja, da habt ihr viele verschiedene Möglichkeiten. Ich ziehe es immer einmal nach. Immer mit einer Kontrastfarbe arbeiten. Das heißt zu blau, eventuell gelb. Zu grün. Je nachdem, welche Helligkeit es ist. Zu grün passt gut auch einen gelb oder einen weiß. Zu schwarz passt natürlich übelst weiß, eventuell auch gelb. Da müsst ihr aber aufpassen, dass es nicht zu ein krasses Bild wird für die Augen. Ja, das kann auch zu viel sein. So, jetzt haben wir aber das hier schon mal erledigt. Wir haben unsere Icons drin. Und jetzt können wir hier machen, das Tutorial Ebene vereinen nach unten. Beziehungsweise nach unten vereinen. Dann, wenn ihr jetzt hier drauf schaut, dann wird sich jetzt Tutorial mit New Head vereinen. So, und wenn ich jetzt das Tutorial bewege, bewegt sich alles andere auch mit. Ja, das ist eben der Vorteil, ihr habt jetzt schon zwei Sachen in einem. So, jetzt machen wir das Ganze ja nochmal. Ebene vereinen nach unten, und zwar mit dem LS19 Logo. Ist auch völlig in Ordnung. Und dann machen wir hier mal noch Ebene Auswahl, Alpha-Kanal. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Und jetzt ist alle drei Sachen sind jetzt zusammen in einer Ebene und können auch verschoben werden. Das ist jetzt schon mal ziemlich vorteilhaft, weil das sind jetzt vielleicht die Basissachen, die ihr nicht in jedem Thumbnail verändert. Ja, das sind Standardsachen, die bleiben immer gleich. So, wenn ich jetzt ein Thumbnail mache für eine Let's Play Serie, dann habe ich immer noch mal einen extra Reiter, immer mit dem Hashtag vorne dran, in der Regel, und der Folgenzahl. Sagen wir mal 1. Dann kann ich die wieder markieren. Dann machen wir hier Ethnocentric, das habe ich häufig drin. Machen hier Schriftgröße 50. Und dann ist das alles gut. So, warum mache ich dieses Hashtag davor? Das ist auch einfach, habe ich das nicht davor, passiert Folgendes, wenn ich die Zahl verändern möchte. Dann wird die Formatierung immer zurückgesetzt. Ja, wenn ich hier aber ein Hashtag 1 drin habe, ich mache das nochmal, Ethnocentric 50. So, jetzt habe ich das hier drin, jetzt verändere ich die Folge zur 2, dann bleibt die Formatierung. Deshalb dieses Hashtag. Was wir hier jetzt machen können, ist, wir speichern das Ganze einmal ab, und zwar als GIMP-Datei. Da habe ich meine eigene Ordnerstruktur. Aufnahme, was ich eben auch noch nicht habe, ist eben so ein Thumbnail-Cover sozusagen für das LS19-Tutorials. Und ich benenne die auch immer mit Zahlen, Hashtag 0. Dann wird es immer ganz oben in der Liste angezeigt. Speichern. Da habe ich hier einfach mal die LS19 Screenshots offen. Ein Bild, was wir gerne als Screenshot bearbeiten möchten. Und da gucke ich gerade mal hier, dieser John Deere sieht doch cool aus. Da drücke ich erstmal auf Bearbeiten. Dann kriegt man den in Paint bei mir geöffnet. Ihr könnt auch ein anderes Standardprogramm auswählen. Und dann verändere ich erstmal die Größe. Wie gesagt, bei mir ist es Standard, dass sie eben doppelt so groß sind wie das, was hier unten steht. Bei mir sind sie also 1920 mal 1080 ist meine Bildgröße gewesen. 50%, dann haben wir nur noch das. So, einmal speichern. Dann gehe ich hier nochmal drauf und gehe hier auf Öffnen mit. Und ich benutze hier noch ein Fotobearbeitungsprogramm von Microsoft. Oder das ist standardmäßig einfach auf dem PC gewesen. Ihr könnt alles Mögliche benutzen, um Schärfe oder Unschärfe hier mit reinzubringen. Und jetzt gehe ich hier Rechtsklick, Bearbeiten. Und dann habe ich hier schon so verschiedene Overlays, die ich benutzen kann. Ich nehme jetzt mal dieses Grau. Das finde ich gar nicht mal so schlecht für so ein Thumbnail. Widerspricht so ein bisschen dem, was man eigentlich möchte. Aber ich zeige euch vielleicht mal hier automatische Korrektur, und dann nehme ich nochmal immer das. Dann gehe ich hier ins Licht rein, dann erhöhe ich meistens den Kontrast, gehe mit dem Schatten ein bisschen hoch, ja,
Da könnt ihr auch runtergehen. Das, damit müsst ihr spielen. Dann habt ihr hier noch die Möglichkeit, heller zu stellen oder dunkler. Ich glaube, hier machen wir es mal ein bisschen dunkler. Dann kommt der John Deere mehr in den Vordergrund. Ihr könnt hier auch hervorheben machen, dann verändert er auch nochmal ein bisschen die hellen Punkte auf dem Bild. Aber da bleibt euch alles einfach freigestellt. Was ich auch gerne mache, ist die Sättigung der Farben erhöhen, dann sind die ein bisschen knalliger. Bei der Temperatur könnt ihr ins Minus gehen, dann wird es eher Nacht oder Morgen. Wenn ihr ins Plus geht, dann wird es eher Nachmittag oder Dämmerung. Das ist halt dann auch so ein Ding, wenn wir hier jetzt gucken, da ist krassester Sonnenuntergang oder eben frühester Morgen. Da könnt ihr auch immer spielen. Ich gehe hier noch ein bisschen in Morgen rein. Das sieht für mich einfach schön aus. Sättigung haben wir gemacht. Hier können wir die Farbtöne noch verändern. Das ist einfach ein RGB-Abgleich. Zum Beispiel grün oder blau oder mehr ins Rot. Also wir bleiben hier bei 0, so wie es standardmäßig ist. So, dann habe ich hier noch die Option von Effekten. Da kann ich eine Vignette machen. Und ich kann hier auch einen selektiven Fokus machen. Wie ihr schon seht, da kann ich hier einfach was hervorheben, was ich eben möchte. Das benutze ich bei meinen Tutorials in der Regel auch immer, dass ich so einen Spot highlighte. So. Ja, was da hinten ist, interessiert mich nicht. Der Johnny soll jetzt gerade im Vordergrund stehen. So sieht das doch ganz gut aus. Dann machen wir anwenden. Und dann nicht vergessen, hier Original aktualisieren. Dann verändert er euer Bild, was ihr gerade schon geöffnet hattet. Wenn ihr die Originaldatei behalten wollt, dann geht auf Kopie speichern. So, dann sind wir fertig. Und wenn wir jetzt hier reingucken, müsste irgendwo der John Deere sein. So, wenn wir das jetzt öffnen, dann sieht er schon so aus, wie wir den haben wollten. Gut, dann gehen wir jetzt wieder in unseren Ordner von den Tutorials. Hier haben wir die GIMP-Datei, die wir brauchen. Also Doppelklick drauf. Es dauert meist ein bisschen, bis das geladen ist. So, und dann gehen wir wieder in unseren Ordner, wo das Bild war. Nehmen das Bild, ziehen es einfach wieder in unser GIMP rein. So, jetzt ist es schon ganz unten. Den Hintergrund hier können wir mal noch löschen, der ist Makulatur. So, jetzt haben wir alles eigentlich so, wie wir es brauchen. Thumbnail, basteln. So. Das kann ich jetzt auch nehmen, mache ich hier nochmal ein bisschen andere Schriftart. Ja, immer markieren, nicht vergessen. Und dann nehmen wir hier wieder rot. Ja, da wieder mit der Maus bestätigt haben. Und dann machen wir das hier oben noch rein. Machen hier nochmal Auswahl Alpha-Kanal. Weiß, wie gesagt, Kontrastfarbe immer wählen. Und dann ziehen wir das nochmal mit Weiß nach. Und dann sieht das Ganze so aus. So, das können wir jetzt exportieren. Gehen wir hier in unser Verzeichnis, wo wir das reinhaben wollen. Und dann geben wir hier einfach einen Namen an. Ich mache das immer nach Hashtags. Dann sind die Bilder auch den Videos zugeordnet und dann ist es quite easy. So, Thumbnail erstellen. Exportieren. Dann fragt er uns hier noch verschiedene Sachen an, die lasse ich einfach immer an. Und dann exportiert er uns das. Dann können wir das hier wieder schließen. Speichern, sagen wir verwerfen. Weil wenn wir das jetzt speichern, weil wir können es auch speichern, dann bleiben uns diese einzelnen eben schon erhalten. Also wir können auf Speichern gehen. Das machen wir auch in dem Fall, weil dann sind die Positionen alle klar. Speichern und dann haben wir das fürs nächste Mal noch. Vorschau. Dann haben wir hier ein Tutorial-Bild von einem Thumbnail. Thumbnail basteln. Tutorial ist alles richtig geschrieben, passt. Gut.
Also, das war's jetzt vom Thumbnail erstellen hier bei mir. Es gibt viele verschiedene Varianten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis dahin, haut rein, macht's gut, ciao.